Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Ich bin der Möpor und heute gibt es ein Spiel, was nicht im Vollbild startet. Deswegen habe ich das Screen Capture noch nicht an. Aber ich habe auch das Spiel noch gar nicht gestartet. Installiert habe ich es aber, oder? Bin ich zu doof? Nicht anfordern. Guten Morgen, Feierdüller. Schön, dass du da bist. Hallo Schläfi, ich war kurz irritiert, weil du Muten Gorgon gesagt hast, ob jetzt mein Mikrofon gar nicht an ist. Was ist denn mit dem Licht hier los? Ist das etwa wieder nicht auf Greenscreen eingestellt? Mano. Einmal mit Profis, das wäre was. Wo geht das denn? Hier klicken, da klicken. Dann da auf Stream klicken und dann auf Greenscreen. So, das ist doch schon viel schöner. Und dann, ja, Rouge Legacy. Es ist laut. Und ich mache es mal klein. Das Spiel an. Kann ich hier jetzt einfach Fullscreen sagen? Was ist das denn? Och Mann, warum sind Spiele so? Fullscreen, yes. Auflösung. Confirm. So. Ah, jetzt seht ihr das auch schön. Ja, es ist ein relativ altes Spiel schon, also irgendwie 8 Jahre oder so. Ich erinnere mich 2014, meine ich. Ja, doch, genau, das kommt ja hin. Um den Dreh kam das raus. Ich kann es sogar auf Deutsch einstellen. Sehr gut. Jo, und dann würde ich mal sagen, Joystick-Todzone. Ja gut, das heißt sogar so, ne? Fangen wir nochmal neu an. Zum Titelbildschirm zurückkehren. Ja, Rogue. Das ist das Spiel, nachdem die ganzen Roguelikes benannt wurden. Wer hätte das gedacht? Ein genre-definierendes Spiel. Und mit den Roguelikes kam ja generell diese ganze like, wobei mir da jetzt auch nur Souls-like noch einfällt. Aber ja, Rogue Legacy ist glaube ich ein Remake oder sowas davon. Also Rogue ist ja irgendwie aus den, lass mich lügen, aus der grauen Vorzeit der Videospiele. Genau, und da war es eben so, glaube ich, dass man halt von neu anfängt bei Spielen, also wie in einer Arcade, dass die Durchläufe nicht so lang sind, man halt öfter das gleiche macht, aber halt nicht genau das gleiche, denn die Level sind halt immer unterschiedlich, du kannst es nicht auswendig lernen und deine Figur nimmt halt was vom Progress mit, beziehungsweise du selber, weil du halt dann irgendwie deine Rüstung aus dem ersten Run mitnehmen kannst oder so. Prost übrigens. Ah ja, wir wollen einfach mal unser Vermächtnis starten. Achso, das bin ich schon. Ich kann springen. Ich kann schlagen. Oh, ich kann Mana schießen. Minus 10 MP, aber ich habe nirgendwo eine MP-Anzeige, oder? Oh, irgendwie habe ich. Ah. Das kitzelt. Oh Gott. Warum? Ich gebe auf. Gut. Schloss Hamson. Wähle einen Teleporter. Ah, okay. Jederzeit Karte ansehen. Achso, mit der Taste. Okay, sehr gut. Tagebucheintrag 1. Verrat! Ein Attentäter, mein Vater, den König verwundet. Um die Ordnung im Königreich wiederherzustellen, hat er mich und meine Geschwister auf eine Mission geschickt, um ihn zu retten. Zusammen werden wir uns auf den in den verfluchten Wald begeben und Schloss Hamson betreten. Mit Urzeiten steht dieses verfluchte Schloss am Rand des Waldes. Aber Gerüchten zufolge soll sich darin ein Gegenstand befinden, der alle Krankheiten heilen kann. Schade nur, dass eine Wunde keine Krankheit ist.
Heute Nacht verschaffe ich mir einen Vorsprung. Während meine Brüder und Schwestern noch schlafen, werde ich mich bereits auf den Weg machen. Ja, das ist eine super Idee. Es wäre eine Schande für meinen Namen, bei dieser Mission zu versagen. Oh, ich kann sogar nach oben. Oh, aua. Da geht's wohl nicht so einfach lang. Probes mitnehmen ist nicht Roguelike, sondern Roguelite. Ach so. Oh, habt ihr gesehen, ich konnte hochspringen, obwohl ich, also, das war so ähnlich wie bei dem Spiel gestern, vorgestern, City of Brass, dass die Falle ein bisschen braucht, um hochzugehen. Achso, jetzt kann ich mich hier, ähnlich wie bei Dead Cells, zwischen den Teleportern hin und her bewegen. Trotz das Maya. Runterfallen lassen kann ich mich auch. Das sind ganz schön viele Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich gehe noch weiter. Tagebucheintrag 2. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Das hätten die früher auch gar nicht hinbekommen, glaube ich. Ja, das kann natürlich sein. Obwohl ich der Erstgeborene bin, so bin ich doch nicht meines Vaters Liebling. Ich wusste schon immer, dass er mir nichts hinterlassen würde. Und wenn ich das Heilmittel finde, wird sich alles ändern. Der Preis des Siegers ist nichts Geringeres als der Thron selbst. Nach meinem Aufstieg werden meine Frau und meine Kinder wieder in die königlichen Gemächer ziehen. Zurück in die königliche Stadt, in der wir wieder mit dem Respekt behandeln, der uns gebührt. Behandelt werden, der uns gebührt. Nie wieder werden wir den Klatsch und die kleinlichen Beleidigungen meiner Cousins ertragen müssen. Die anderen Herzöge sollen sich verneigen, wenn wir vorbeigehen. Aber eins nach dem anderen. Ich muss meine Ziele klar ins Auge fassen. Das Schloss erobern, das Heilmittel finden, meine Belohnung erhalten. Okay. Bonusraum. Das hier. Ist hier noch was? Ah, das wird sogar auf der Karte direkt auch mit angezeigt. Okay. Wieso können die denn da durchschießen? Sir Lee wurde von korrupter Gardist getötet. Jede Klasse hat ihre Vor- und Nachteile. Passt deinen Spielstil entsprechend an. Letzte Worte von Sir Lee. Achso, das sind die letzten Runs. Nee. Ja. Sir Johannes. Legendärer Ritter. Nutzloser Ritter. Ah, Sir Cowan. Schurke, kurzsichtig endomorph. Ein riskanter Held, geringe Werte, aber kann verheerende kritische Treffer landen. Geil. Kurzsichtig, alles in der Ferne ist verschwommen. So schwer, dass Feinde dich nicht zurückwerfen können. Geil. Schmiede, halte die Schmiede frei und erhalte Zugang zu krassem Loot. Ja, okay. Nein, ich habe nicht genug Geld. Wie cool. Jetzt ist hier tatsächlich so eine Vignette drum. Und am Bildschirmrand ist alles unscharf. Seht ihr das? Oh, hallo. Ihr müsst den Tribut zahlen. Oh, Charon, der ist auch bei Hades raus. Fire Driller, warum sind hier Leute aus deinem Spiel in meinem Stream? Was soll das?
Ja, dein Spiel, Hades. Ah, okay, da kann ich die nochmal nachlesen. Es wurde übrigens nicht gezeigt, dass ich unten und B drücken muss, um runterzufallen. Ah, fuck. Zum Hilfe beten, ja. Streberbrille. Ach so, jetzt habe ich meine Kurzsichtigkeit nicht mehr. Wie cool. Oh, das war's schon. Huch. Sir Cohen von Frosterer wurde getötet. In gefährlichen Gebieten findest du größere Belohnung. Ja, okay. Ach, aber ich kann die... Nee, ich kann die nicht nochmal. Doch. Ritter, hochbegabt, Elektrophobie. Standard hält ziemlich gut in allem. Du bist sehr talentiert mit ein paar Problemen. Die Hühner machen dir Angst. Okay. Bin gespannt. Oh, hier wieder nicht genug Geld. Okay, Ziel für diesen Run ist 50 Geld finden. Einen wunderschönen guten Morgen, Joghurt. Hi. Wie geht es dir? Hattest du eine schöne Woche? Hat er gerade das Huhn getötet? Und hallo Melk, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Seid aber früh dran heute. Wobei, ne, Joghurt ist ja immer früh da, ne? Du erinnerst mich ja um, pünktlich um 7 immer dran, dass Kaffeezeit ist. Das ist schon arg wie Dead Cells in witzig. Gefällt mir. Boah, ich bin reich. Und fast tot schon wieder, Mist. Wo hab ich denn eben dieses Huhn herbekommen? Ach, da! Wow! Das macht ja Schaden. Puh, noch kurz einen Schluck trinken. Vogelwecker wieder pünktlich zum Frühstückszock am Start. Sehr gut. Aber das ist doch schön, an deinem freien Tag so früh wach zu sein, dass du den ganzen Tag nutzen kannst. Klar, man könnte auch sagen, ja, dann kann ich ausschlafen, aber wäre es nicht viel schöner, wenn man seine Freizeit nicht dafür nutzen müsste, das körperliche Wohl zu regenerieren? Gut, dass ich auch wieder so früh im Bett war. Ich hoffe vor allem Tauben. Da sind auf meinem Fenster war ein Gurt ganz laut. Ja, solche... hier in Paderborn haben wir fast gar keine Tauben irgendwie. Also wenn ich hier Vögel höre, dann ist es halt wirklich schönes Gezwitscher, so wie wenn man im Wald ist.
Hallo Hexalord, einen wunderschönen guten Morgen. Blutbrustplatte. Ach, die heißen sogar auch Blaupausen. Okay, es ist tatsächlich sehr Dead-Cellig, geil. Dead-Cells hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ich glaube, das nehme ich mir für den Urlaub mit auf der Switch. Aber andererseits werde ich es eh nicht spielen. Aua! Kaffee-Ink, ja. Ich bin nur aggressives Gezwitscher. Guru, guru, guru. 100 Gold. Achso, Gegner bleiben tot, okay. Oh, da unten ist ein Schloss. Achso, eine Truhe, okay. Hä? Aua, Hilfe. Nein. Haut ab. Ist auch fies, dass die standardmäßig 25 Schaden machen. Ich aber nur 10 heile. Nein, Mist. Tittem. Ach cool, da wird angezeigt, wie viele ich, die Dunkelheit liegt immer an der Unterseite des Schlosses. Wie viele ich, also welche Gegner ich getötet habe, cool. Ja, okay, Lady May, ach wie cool, es gibt auch Ladies, sehr gut. Der Riesenwuchs, du bist der geborene Basketballspieler, Rin. Zauberspruch Dolch, schießt einen Dolch direkt nach vorne. Ach, da unten, das ist die Jahreszahl. Ich dachte, das wären die Lebenspunkte oder so. Oh Mann. Rogue Legacy ist echt schwer. Moin, Andi. Ich komme irgendwann nicht mehr weiter. Ja, so wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Schmiede freigeschaltet. Der Schmied kann die beste Ausrüstung der Welt herstellen und dich dabei einen fürwahr vortrefflich furiosen Feindverdampfer verwandeln. Sehr gut. Sammle Blaupause und erhalte so eine noch ausführliche Auswahl an Ausrüstung für dein Arsenal. Cool. Leben plus, ja doch, das wäre nicht verkehrt. Oh, 75 Mal kann ich das kaufen. Ritterin verbessern. Mach deine Ritterin zur Paladinin, einer furchtlosen Kämpferin an vorderster Front. Geil. Klasse verbessert. Mal Lurking muss Frühstück bauen, alles klar. Viel Erfolg. Durch strenges Training haben Paladinen gelernt, wie man Angriffe von allen Seiten abwehrt. Geili. Ausrüstung plus. Achso, ja, sehr gerne. Mana plus, ja. Da links nach rechts. Doch, komm ich wohl hin. Zauberin. Ah, schalte Zauberin frei. Geil. Oder Architekt. Halte die Macht, das Schloss einzufrieren. Nee. Zauberin freigeschaltet. Zauberin kann deinen Körper mit mächtigen Runen verstärken und dich damit besser, stärker und schneller... Ach so, das ist gar keine Klasse. Das ist ein NPC. Ah, cool. Ihre Kristallkugel ist nur Zierde. Damit du besser mit Zaubersprüchen töten kannst. Das klingt doch... Oh, 160. Das ist ein bisschen teuer. Dann kippe ich hier noch alles rein. So, 150. Ja, das kostet alles 150 jetzt. Na gut, aber wir haben ja einiges gebaut jetzt. Ach so. Die sind hier vor dem Dings. Ah, und dann macht es auch Sinn, dass ich gleich mein Geld abgeben muss. Okay. Vielleicht kannst du mir helfen. Eins war ich der beste Schmied in allen Landen. Aber eines Tages haben die Monster dieses Schloss meine
Dieses Schloss ist meine Schmiede angegriffen und alle meine Blaupausen gestohlen. Ohne diese Baupläne kann ich nur Besteck und Kleinkram herstellen. Bitte bring mir alle Blaupausen, die du finden kannst, dann schmiede ich dir die beste Ausrüstung überhaupt. Zu einem gewissen Preis natürlich. Ist denn da jetzt schon... Oh, 250. Genau, Blutbrustplatte. Ah, genau, das ist das, was ich gefunden hatte. Und das ist aber auch schon hier drin, auch wenn ich gestorben bin. Das ist sehr gut. Ja, es ist alles viel zu teuer. Hallo, Heldin. Lern mir bitte kurz dein Ohr. Ich brauche deine Hilfe. Einst war ich eine mächtige Zauberin. Aber eines Tages sind die Monster dieses Schlosses in meine Träume eingedrungen und haben mein Wissen gestohlen. What? Das klingt nach einer berühmten Horrorfilmreihe aus den 80ern. Die ich hier leider nicht nennen darf, weil das sonst das Nerdquiz spoilert. Wie, sie haben dieses Wissen in Runen eingeschlossen und ohne diese Runen bin ich ein Versager in meinem Job. Bitte, Heldin, wenn du Runen findest, dann bring sie mir zurück. Tu das und ich werde einen kleinen Aufpreis verlangen, wenn ich sie dir zurückverkaufe. Die Sprintrune, Ja, okay, cool. Ja, wobei, vielleicht hat er ja sogar was für 50. Who knows? Nope. Mache ich denn jetzt mehr Schaden oder so, wenn ich groß bin? Weil ich groß bin? Ne, sieht nicht so aus. Oh, ich habe mehr Leben. Ah ne, das habe ich sowieso, ne? Der Typ, der macht das Geschäft seines Lebens, ja. Geil, dieses Schwert hochhält. Ja, ne? Die Laufanimation ist super. Oh ja. Aua. Ja, schön offscreen oder was? Kackspiel. Feentruhe nicht bekämpfen. Scheiß, mir schon wieder fast tot. Da ist eine Truhe. Truhe. Hatte ich aber schon wieder ganz viel Geld. Oh, oh. Ich mir gleich Upgrades kaufen kann, sehr gut. So, da oben ist die diese Feentruhe. Boah. Aber da habe ich zu wenig HP für, dass ich das jetzt nochmal schaffen könnte. Ach, ich kann die Musik ändern. Geil. The Grim Outdoors. Oh ja.
Okay, ich habe nur noch 6 HP. Ich darf nichts an mich rankommen lassen. Ich port mich einfach mal zurück. Hier ist auch kein Essen, ne? Mist. Aha. That was very good. Mana, ach so, ja, ich habe Fernkampf auch. Nein. Direkt das erste Ding. Lady Victoria. Paladinen. Ach ja, Schutzschild. Ach so, nee, das habe ich jetzt neu freigeschaltet, ne? Merk mal, Vertigo, willkommen in Kotzhausen. Hm, 570. Kann das Schloss einfrieren, damit verhindern, dass es sich verändert. Gefällt dir die Anordnung des Schlosses, friere es ein. Ah, okay. Angriffskraft plus. Eigentlich wäre gerade ein bisschen mehr Leben besser, ne? Oder Rüstung? Kotzhausen kommt da kurz so her. Ja. Kann natürlich sein. So, 120. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht genug Geld für irgendwas anderes, ne? Oh nein! Das ganze Spiel ist einfach gemirrored. Ach du meine Güte. Oh nein, die Texte auch. Wie geil ist das denn? Grüße, Mädel. Willst du was Lustiges wissen? Ich bin ich bin verrückt. Dieser Hebel hier, ich muss nur daran ziehen und schon kann ich das Schloss davon halten, sich zu verändern. Hallo Pnio. So kannst du dieselben Räume wie deine Vorfahren erkunden. Beeindruckt, das solltest du sein. Wie habe ich diese fantastische Vorrichtung gebaut mit Wissenschaft natürlich und Magie. Ja, ne, Bildschirm drehen hilft ja nichts, das ist ja gespiegelt quasi, also einmal nach unten umgeklappt. Hauptsächlich Magie. Aber meine Fähigkeiten sind nicht kostenlos. Wenn ich dieses Schloss einfriere, nehme ich 40% all des Goldes, das du verdienst. Ach so, das Dings ist. Nein, abbrechen. Ja, puh. Willkommen in Kotzhausen, würde ich sagen. Ne, Chrono Cross habe ich bisher nicht gespielt. Ich habe gesehen, das ist jetzt auf der Switch rausgekommen, ne?
haben direkt irgendwie 5 Leute oder so aus meiner Twitter-Timeline direkt angespielt gestern. Aber es ist ja, glaube ich, auch nicht so richtig wie... Also es sind nicht der direkte Nachfolger zu Chrono Trigger. Oh nein, Tagebuch Eintrag 3. Aber egal, den kann ich gleich auch noch lesen. Das kam ja ursprünglich auf der PlayStation raus. Chrono Cross. Aber halt bei uns im Westen, glaube ich, nicht. Oder in Europa jedenfalls nicht. Genau wie Chrono Trigger. Deswegen weiß ich da gar nicht so viel drüber. Ist erschreckend, wie schnell man sich an das Spiegelte gewöhnt. Ja. Boah. Ach, die kann ich gar nicht... Sind die unverwundbar? Bin ich hier unten gefangen? Du musst doch diese Wandel auslösen können. Ja, für euch könnte ich jetzt ja sogar die Quelle einfach spiegeln. Nochmal. Ich habe auf dem Nintendo Twitter-Account gesehen und mich schon gefragt, ob das mit Chrono Trigger zu tun hat. Ja, ich glaube, das ist vom gleichen Studio oder so. Aber das nächste Spiel. Früher hat man das ja so gemacht. Ja, witzig. Jetzt kann ich hier nichts machen. Ah. Ach, ich habe so ein... Oh, so ein Pogo-Jump. Das jetzt über Kopf, geil. Das ist natürlich perfekt. Ja, okay. Die Runde ist eh vorbei. Die Grünen kannst du schlagen, wenn es Plattformen nach unten schlagen, müsste es sein. Ja. Danke, Joghurt. Lady Stark. Oh, witzig. Zwangsstörung. Muss alles zerstören. Zerbricht Dringe, um MP zu erhalten. Geil. Ja, für 60 Gold kriegt doch hier auch nichts, oder? So, jetzt mal Tagebuch Eintrag Nummer 3 lesen. Ich habe den Preis bezahlt und das Schloss betreten. Der Teufel Charon hat alles, was ich besitze, als Bezahlung genommen. Er hat sogar meine eigene Schatzkammer geleert. Ich habe meine Frau und meine Kinder mit nichts zurückgelassen. Er sagt, das sei der Preis für alle, die in die Tiefen des Schlosses vordringen. Er sagt, es sei gerecht. Es ist deshalb gerecht, da von allen, die es betreten haben, niemand zurückgekehrt ist. Aber ich werde das ändern. Ich werde siegreich sein. Es gibt keinen besseren Schwertkämpfer als mich. Selbst nicht unter meinen Geschwistern. Etwa der Endboss, mit dem wir hier reden. Aber inhaltlich oder vom Gameplay her nicht. Oder? Achso, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was soll das denn kosten auf der Switch? Aua. Ach, das war eine kurze Runde. Sir Kenny, ADHS, voll Energie, du bewegst dich schneller. Arterienverschluss, periphere arterielle Verschlusskrankheit, kein Fußpuls. What?
Klasse Magier. Oh. Ein mächtiger Zauberkundiger. Jede Tötung gewährt dir Mana. Friert alle Gegner auf dem Bildschirm ein. Ja, das muss ich auch noch lernen, dass ich Magie benutzen kann. Das kann noch was kosten. Ja, genau. Oh, ich wollte gerade sagen, wie lange bleiben die denn eingefroren? Ich muss mal kurz die Nase putzen, ich bin sofort wieder da. €20? Oh, das geht ja sogar fast. So. Warum lösen denn die Fallen nicht aus? Bin schon wieder fast hinüber. Ich muss unbedingt skillen, dass ich mehr Leben habe. Eigentlich ist das ein ziemlich cooler Charakter, glaube ich. Ach, das verbraucht Mana, glaube ich. Und je nachdem, wie viel ich habe, desto länger bleibt er eingefroren. Kein Fußpuls. Ah! Hallo Gimpy! Einen wunderschönen guten Morgen. Hi! Ja, stimmt. Guter Tipp. Danke, dass du sagst. Ich glaube, den nehme ich einfach direkt nochmal. Ach so, das geht gar nicht. Aber wieso kann ich denn hier sagen, wähle deinen Erben? Dann habe ich nur den einen. Ach so. Ach, das ist auch, was Joghurt eben meinte. Ich kann aus 3 Leuten auswählen. Ich bin so doof. Okay, du hast zwar linke Hände und kannst Zauber nicht ordentlich wirken. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Volle Energie, bewegt sich schneller. Glatze steht jedem gut. So, Taco. Der Auserwählte, den Göffel gibt es nicht. Du bist voller Anabolika. Angriffe werfen Feinde zurück. Oh ja. So, mehr Leben, yes. Lade Matrix.
Nice. Aua. Frech. Der ist aber ganz schön weit geflogen. Ach komm, ey. Manu. Kein Schaden. Oh, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Nur halb da muss Kids fertig machen. Ah ja. Nimm keinen Schaden. Ja, witzig. Das hat ja gut geklappt. Weitsichtig. Alles in der Nähe ist verschwommen. Ach, witzig. Ist so schwer, ja. Oh, Magierin. Sehr gut. Homosexuell, du magst die Damen. Ach, wie witzig. Also, nicht witzig, aber cool, dass es drin ist. Jetzt kriege ich hier im ersten Raum schon Essen oder was? Mann, oh. Bleibt das liegen, wenn ich rausgehe und wieder rein? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Oh Mann! Du hättest das andere Kind auswählen sollen. Ja, witzig. Paladin. Ah ja, Schutzschild. Das ist, glaube ich, sehr gut. Kein Fußpuls. Oh, auch sehr gut. 90 Geld. Da kriege ich doch gar nichts, oder? Thank you.
Ja, die kann blocken, okay. Nana sind Schakram werfen, okay. Oh, das ist so fies, dass die, manche Sachen von den Gegnern durch die Wände durch können. Manche halt nicht. Ich glaube, das ist das Schlimmste daran. Ja, jetzt schon wieder. Ja, ist ja richtig. Gold legen. Ja. Das ist korrekt. Oh, Bossraum. Ich bin ja kein FOMO Sapiens. Ja, gehe ich mal zum Boss jetzt. Na, ich gehe erst hier noch einmal rein. Ne, ich gehe zum Boss. Okay. Nein, ach Mist, den hätte ich doch schaffen können. Mist. Ach, und ich habe auch wieder die Paladin-Fähigkeit gar nicht benutzt. Manu. Willkommen in Kotzhausen, ne. Bist sehr beweglich. Coppola Lee, okay. Du läutest sehr gut Strom. Ich glaube, ich lasse mir was schmieden. Ja, mehr Schaden bringt das was? Ja, doch, manche Gegner muss ich zweimal treffen, ne? Achso, mehr Blaupausen habe ich ja eh nicht. Ich muss ja so. Okay, mache ich hier erstmal die Upgrades, die ich haben kann. Ach, jetzt sieht man das sogar direkt. Geil. Ist nicht mit Gold zu bezahlen. Ich kenne die Melodie gar nicht. Auch geil, wenn ich da was hätte, um mehr einzusammeln. Immer noch so viel HP. Ich bin auch schon wieder fast tot. Jao! Wackelbild, Manu. Ja, sie hat ein Schleifchen auf dem Helm.
Weil wie soll man sonst erkennen, dass es eine Frau ist, Mel? Unheilsbild. Und natürlich ist das Schleifchen auch rosa. Denn Frauen mögen ja nur rosa, das wissen wir ja alle. Verstehe ich nicht, warum man das machen muss. Sexistischer Kackscheiß. Oh, hat die Croissant. Ah, ne, sind keine Croissant-Hörnchen. Aber du musst sie natürlich trotzdem nehmen. Weil ich mag Schleifchen. Ja, aber warum können die Männer das nicht haben? Vielleicht mag ich ja auch Schleifchen und hätte das gerne bei einem männlichen Charakter dran. Unaufhaltsamer Koloss. Die Heldin kann einiges wegstecken. Sehr gut. Dafür hatte sie einen stattlichen Bart. Ja, das fand ich auch interessant. Magie plus 5. Okay, es ist eh auch das letzte, was ich mir jetzt hier noch bauen kann, ne? Ich hätte hier noch die Blutbrustplatte. Oh, Vampirismus. 500 muss ich jetzt sparen. In einem Run kriegen. Ups. Na gut. Haha, ich habe gar kein Geld, Caron. Männer können auch Schleifen haben. Ja, aber nicht in diesem Spiel. Unten schlagen ist aber auch nicht so einfach. Dass es aber auch nur damit geht. Krass, 240 HP hat die standardmäßig. Das ist schon ganz schön. Schon ganz schön. Ach. Dieses Bild. Oh, wie viel? Ein Mana, womit ich mein Schild wieder machen könnte. Mist. Dafür habe ich doch freitags frei, um weniger Stress zu haben. Warum gucke ich das hier nur? Nach dem Run ist Kaffeetime. Oh ja, stimmt. Danke, Joghurt. Ja, nee, dann machen wir die Auswahl gleich danach. Also, bis gleich. Kaffeetime. So, bisschen weiter ins Bild rücken. So. Vermutlich wegen FOMO. Na, hier wird niemand gefomo-shamed.
Und außerdem Team mehr vom Tag und so. Warum hat man frei, wenn man dann nur schlafen will? Das macht ja keinen Sinn. Paladin, ja. Sir Dude. Vor allem viel Mail vom Tag. Hi Krimi Master, einen wunderschönen guten Morgen. Oh, Entschuldigung. Dextrocardie, deine MP und LP-Anzeigen sind vertauscht. Ach, witzig. Legasthenie, du hast Probleme beim Lesen. Ach, wie witzig. Kein Peripheres. Oh, das klingt auch interessant. Aber Paladin will ich eigentlich benutzen, weil. Der Schild. 110, dafür kann ich mir gar nichts kaufen. Buhu. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Bei ihr brauchte ich die Runen oder was war das? Oh, nee. Okay. 175. Das sollte ja machbar sein. Kaffee ist leer, ich verschwinde mal im Labor. Alles knapp, Neo. Viel Erfolg. Einen schönen Start ins Wochenende später. Ach, okay, aber die werden mir offscreen doch auch angezeigt, dass da was kommt. Das ist zwar nicht optimal, finde ich, aber naja. Ne. Da gucke ich später vielleicht nochmal rein. Autschi. Wieder fast tot. Aber das Essen heilt jetzt 16, kann das sein? Also ja, kann sein, dö. Aber es hat eben nur 10 geheilt immer. Das heißt, das skaliert mit meinem Max-HP und heilt wahrscheinlich immer ja 10%. Ah. Again what learned. Ugh. Yes, eine Blaupause. Knappenbrustplatte. Oder wie man auf Englisch sagt, Crop Top. Knappe Brustplatte, ja genau. Achso, das kostet dann aber Mana, das zu blocken. Ah. Oh, Boss Time. Ja, doch, wenn das der gleiche ist wie eben, dann wäre das natürlich geil. Wenn ich bedenklich wenig Leben habe. Naja. Okay. Let's do this. Wow. Lief nicht so gut. Aber ich hatte doch 46 HP. Das Ding hat mich einfach ge-one-hitted. Wie? Mr. Hornsby.
Ungeschickte zerbricht viele Dinge. Oh, das ist geil. Muss alles zerstören, zerbricht Dinge, um MP zu erhalten. Das ist ja perfekt. Und jede Tötung gewährt Mana. Ja. Feuert Kugeln ab, die wild umherfliegen. Geil, ich glaube, das ist eine richtig coole Kombi. Oh, 480 nur, Mist. Mal gucken, wie viel ich da upgraden kann. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall hier den Dash holen. Und oh, Sprunghuhn. Ach, einen Doppelsprung gibt's auch. Und hier die knappe Brustplatte. Oh nein, zu teuer. Mist. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gerne irgendwie eine Bank oder so, wo ich das jetzt... Weil 300 ist schon viel. Das hätte ich doch eben in Skills reinpacken können. Mist. Du magst auch schwere Jump'n'Runs. Ja, ich mag das auch sehr gerne. Alles klar, Gimpy. Viel Erfolg. Bis später oder so. Oh, geil. Der macht alles beim Vorbeigehen einfach kaputt. Aua. Das tut jetzt schon weh. Ah, das wäre gut. Ah, Hilfe! Och nein! Warum kommt denn jetzt so ein Level, wo so viele Wandgeschütze da sind, wo ich tausend Sachen ausweichen muss? Das war doch so eine gute Kombi. Mano. Ich muss auch mal los, Wochenende ruft da hinten irgendwo. Alles klar, Feuer. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dir auch einen guten Start ins Wochenende. Sir Darwin. Ach so, Schutzschild. Du wirst niemals Achterbahn fahren können. Oh nein. Das ist der Hornsby 2. Merkmale? Keine? Sir Gordon. Ja doch, das klingt gut. 160 Geld. Dafür kann ich auch nichts kaufen, ne? Brauchte ich dafür 350. Ach man, ey. Auch 350. Uff. Ja, das ärgert mich jetzt aber, dass ich da ebenso viel Geld über hatte, 305, die dann einfach weg waren. Bis noch auf Vampire Mode. Ja, ich fürchte auch, das kann sein. Vielleicht muss ich das auch gleich einfach eine Runde spielen. Und hi Marcel. Oh, sorry, das habe ich ganz überlesen. Moin. Oh. Der erste Raum und schon die Hälfte vom Leben weg. Geil. Dashen, oh. Ach so. Der Dash. Ach, je nachdem, ob ich L oder R drücke, wird in die Richtung gedasht und nicht immer nach vorne. Das. Eieiei. Sowas finde ich eigentlich auch mies, wenn man in einen Raum reinkommt und direkt ausweichen muss.
Da ist ein Geheimnis irgendwie. Oh. Da funkelt was in der Wand. Eine geheime Rune gefunden. Ja. Schon wieder nur 6 HP. Ja, die ganze Zeit schon. Mann, ey. Das ist ja Hornsby 2. Das klingt nach einer sehr guten Kombi. 190. Ja, ich finde die Upgrades sind ein bisschen teuer. Stiehlt Mana von getöteten Feinden. Mehrere gestapelte Runen erhöhen den Mana-Entzug. Ah, okay, dann brauche ich diese eine Fähigkeit quasi nicht mehr. Ey, was ist denn hier los? Wie soll man denn da Progress machen? Achso, ich habe schon wieder 170. Ich brauche... Oh, nee. Nee, komm, Leco Mio. Ah, okay, so geht's. Oh, ein Heilbrunnen, geil. Nice. Ach, und ich kann ja dashen. Nice. Okay, guter Run. Nimm keinen Schaden. Ja, und dann ist hier einfach gar nichts. Auch geil. Nur auf dem Rückweg klappt es dann natürlich. Das war ja klar. Aufgabe nicht erfüllt. Achso, dann kann ich nicht mal zweimal versuchen. Manu. Nehmen wir den Tunnel des Leid. Es stehen keine weiteren Helden zum Sterben lassen zur Verfügung. Frech. Das hier ist schon eher meins. Oh. Okay. Ist aber fies mit um die Ecke springen. Ich
Aber egal. Ich wollte auch nur Geld sammeln, damit ich mir jetzt Upgrades kaufen kann. Wächst sich schneller. Alles in der Nähe ist verschwommen. Ja, kann einiges einstecken. Das ist schon mal gut. Oh ja, Doppelsprung. Eine Sekunde später. Wie bei dem Dungeon-Spiel, da sind auch alle gestorben. Oh ja! Stimmt, Guild of Dungeoneering. Das hier ist schon eher meins. Ja komm, ich bin voll weit gekommen, ja? Ui. Das war gekonnt. Was ist denn das hier für ein Raum schon wieder? Ich besiege alle Feinde. Achso, ist eine Special-Truhe. Let me in Rue. Geld. Oh, Boss. Ja, Mist, komme ich auf 350. Das wäre nice. Ja. Nimm keinen Schaden. Hab ich da mit einem Dash genau rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Och Mann. Nee, da komme ich auch nicht mehr weg, weil wenn ich jetzt springe, komme ich oben dran. Scheiße. Mann, wie ärgerlich. Jetzt sterbe ich mit 330 und habe wieder nicht genug Geld. Die Blutrüstung ist echt gut, das ist Lifesteal. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, genau. Selbst mit einem Short Hop. Keine unterschiedlichen Farben sehen. Alles ist so dunkel. Oh ja. Geht der schon danach springen? Oh, das ist eine gute Frage. Das müsste ich gleich mal ausprobieren. Oh, wow. Das war keine gute Idee. Blutumhang 500. Uiuiui. Doppelsprung und was ist das hier? Achso, Absorption. Ja, krass, ey. Also ich muss echt irgendwie mehrfach jetzt über 500 kommen. Achso, dashen. Wenn ich irgendwo draufstehe. Ne. Dashen, dann springen geht nicht. Ja, geil. Farbenblind und dunkel. Puh.
Aber vielleicht kann ich mich jetzt mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Wie viel Leben hat er denn? Ja, und dann ist die Münze in der Wand. Leck mich doch an die Füße, ey. Ist doch komisch, dass das mich jetzt nicht trifft. Jau, na klar. Warum auch nicht? Ich wünschte, ich hätte mehr Spaß an defensivem Gameplay. Als Dinge sehr genau im Gedächtnis. Okay. Ja, 150. Dafür gibt es leider nichts. Dieser Run war leider umsonst. Ich wollte gerade meckern, dass ja einige Sachen hier besser gemacht werden könnten. Für ein Roguelike, aber das ist ja quasi das erste Roguelike ever. Also, damals gab es ja diesen Trend noch nicht. Zeitstopp friert alle Gegner auf dem Bildschirm ein. Ah, Paladin, sehr gut. Vielleicht denke ich ja daran, dass ich blocken kann. Bin damals mit Glaskannenhelden am besten klargekommen. Ja, ich muss mal gucken. Also ich hätte halt gern einfach irgendwie noch weitere Upgrades. Ich vergesse auch ständig, dass ich zweimal springen kann. Das ist halt, glaube ich, das Problem an dem Roguelike-Ding, dass ich meine Fähigkeiten nicht einsetzen muss. Also anders bei einem Celeste oder so, wo du halt gesagt bekommst, okay, du kannst jetzt einen Doppelsprung und dann hast du halt erstmal fünf Passagen, wo du den anwenden musst, bis es halt wirklich im Muscle Memory angekommen ist. Und hier, also ich dashe ja auch nie, weil es halt auch ohne geht und du ja theoretisch alles ohne diese Skills schaffen können musst. Deswegen vergesse ich das dann einfach immer. Und das ist halt schade, weil gerade Dash und Doppelsprung sind ja auch sehr wichtige Movement-Dinger einfach. Also kann ich mich ja zum Beispiel vor einem Sprung in die Stacheln nochmal retten. Nee, da gehe ich nicht lang. Ja.
kein anderer Ausgang. Wow. Eine Sackgasse. Wer macht denn sowas? Nimm keinen Schaden, ja. Ist doch 100 Pro ein Fake-Ding da hinten. Wie soll ich denn da überhaupt rüberkommen? Kann ich in der Luft dashen und dann noch eine nach unten Attacke machen? Für 190. Ach, guck an. Blutschwert. Oh, geil. Das hätte ich ja schon gern. Ein Heilbrunnen auch noch? Wow. Uh, 600, wow. Okay, das heißt, ich kann mir gleich auf jeden Fall was Cooles kaufen. Vielleicht sogar schon das Schwert. Was soll jetzt noch schief gehen? Ja. Ich glaube, ich versuche den Boss tatsächlich und nicht unten die Truhe. Weil die ist mir zu riskant. Kann ich den von hier aus eigentlich auch hauen oder geht das nur? Nee, wenn ich groß bin. Okay. Ah! Hilfe! Da sind ja Stacheln. Ja, schade. Aber jetzt kann ich mir das Blutschwert holen. Und damit dürfte es, glaube ich, enorm einfacher sein. Muss alles zerstören. Ja. So. Ich hätte ja auch gerne die Möglichkeit, erst zum Schmied zu gehen und dann meine Stats noch abzugraden. Weil ich doch immer nicht weiß, wie viel Geld ich hier noch brauche. Oder überhabe am Ende. Boah, Smash, ja. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das jetzt einiges ändert, weil das Schwert ist ja schon meine Hauptangriffsdings. Und wenn ich jetzt für jeden Schlag kannst du ja wieder zurück zum Main. Ach so! Das wusste ich nicht. Sieht aus, als würde ich 2 HP pro Kill kriegen. Ja, kein Mana, scheiße. Hilfe. Ach, Mist. Das waren doch zu viele.
Ja, ich versuch's einfach mal. 290, dafür könnte ich sogar ein Upgrade kaufen. Ah ja, Two Mana, okay. Wow. Wie viel Geld ich da schon verschenkt habe, Mist. Aber danke, Joghurt. Das dürfte es auch noch mal ein bisschen einfacher machen. HP natürlich auch nicht so viel sind, aber ich glaube, Vampirismus gilt ja generell. Ich glaube, wenn ich diese Brustplatte dann auch noch kriege später, falls, dann zieht die da auch noch mit rein. Und dann kriege ich, glaube ich, für jeden Schlag einfach zwei. Also dann doppelt sich das. Ich weiß gar nicht, was da die Trigger sind, ob das nur das Schwert sein kann, also Schläge halt. Wie bei Dead Cells, solange ich die Patterns von den Gegnern noch nicht kenne, am besten immer nur einen gleichzeitig bekämpfen. Was aber auch öde ist. Geil, 450. Das finde ich übrigens witzig, dass ich hier stehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Direkt schießen. Geil. Aua. Natürlich fies. No. Mist, aber ich habe über 500 war ich, ne? So Gauba, jede Tötung gewährt dir Mana. Kannst dich gut daran erinnern, wo du warst, jo. Ritterhelm. So, ne, die Blutbrustplatte wollte ich kaufen. Leben, oh, minus 30 nochmal. Ist natürlich fies. Dann nehme ich doch lieber den Blutumhang. Ach, der macht auch Minusleben nochmal. Hm. Nur noch 70 Leben.
Dann muss ich da wohl noch mal ein bisschen was reinbuttern. Was natürlich nicht geht, weil ich nur noch 120 Geld habe. Hm. Aber gut, es ist natürlich nur fair, wenn ich, ach, Level 13 ist das jetzt. Ein 13. Run oder hat das irgendeine andere Bewandtnis? Wie assi das ist! Ja, dann ist da oben direkt noch einer, ey, das ist doch nicht wahr. Mann. Ich wollte eigentlich auch nur gucken, ob da jetzt gleich Level 14 steht. Lady Shanoa. Riskante Heldin, geringe Werte, aber kann verheerende kritische Treffer landen. Ja, wahrscheinlich ein Leben oder so jetzt. Ja, 105. Hm. Huh. Kostet der. Ach so, die habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Huch. Ja, das ist schon fies. Macht nicht so viel Spaß. Ich glaube, das wird nicht mein neues Lieblingsspiel. Ich glaube, ich muss gleich noch eine Runde Vampire Survivors anmachen, um wieder gute Laune zu kriegen. Oh, kritisch. Ach stimmt, das ist ja Glass Cannon. With Glass Cannon you can. Letzte Runde hat nicht gezählt, das waren ja nur 30 Sekunden. So, ah, noch immer Level 13. Danke, Krimi Master. Die ist unter Dampf. Ja, stimmt. Doppelsprung plus Dash. Ach, vorhin die Stelle wahrscheinlich, ja. Bisschen. Ich bin doch zu fokussiert aufs Spiel. Aua. Und ducken kann ich mich auch nicht. Das finde ich auch doof. Nichts geht. Daneben gehauen, schade. Wahrscheinlich auch wieder viel zu wenig Geld für irgendwas. Hm. Ach man. Okay, einen Run mache ich noch. Aber dann ist Schluss mit Rogue Legacy. 200, ich kann wieder nichts upgraden.
es doch alles unterschiedlich viel kostet. Das verstehe ich auch nicht. Könnte ich hier noch was kaufen? Hier fände ich es auch cool, wenn einfach markiert wird, was ich freischalten kann, wofür ich genug Geld habe, dass ich nicht jedes Mal alle Dinger angucken muss. Quality of Life Management ist wieder on point. Immer noch Level 13, okay. Vielleicht ist das auch einfach die... ja, geil, jetzt habe ich hier Essen und Mana Refill. Das mir gar nichts bringt an der Stelle. So, da bin ich wieder WB. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, cool. Versteckt euch doch hinter noch mehr Wänden, wo ich euch nicht angreifen kann. Das macht am meisten Spaß. Kack. Komm bei Instant Motzen. Es ist halt leider einfach dem geschuldet, dass das Spiel jetzt sehr alt ist. Und ich mittlerweile aus Roguelikes andere Sachen gewöhnt bin. Sehr alt und anders gewöhnt. Dann ist doch hier das bestimmt genau das richtige Spiel für dich, oder? Gameplay finde ich halt super langweilig. Ich warte, dass er schlägt, damit ich darauf reagieren kann und dann wieder was machen. Kann ich auch Dark Souls spielen. Ist genauso öde. Aber ich glaube, hier bin ich auch falsch. Die Gegner sind ein bisschen stark. Level 35? Nope, ciao. Achso, das war auch schon tatsächlich das nächste Gebiet. Ja, da unten geht's noch links weiter. Hier. Ja, witzig. Ja, ist egal, solange du sie kaputt schießen kannst. Ja. Das ist leider wahr. War das hier dieser blöde Raum? Nee. Gucken, was hier nach oben abgeht.
Ja, am besten nicht in die Mitte gehen, wo beide sind. Es wäre auch cool, wenn ich nicht jedes Mal diesen blöden Startbildschirm habe, sondern einfach direkt in den Character Select Screen komme. Ich kann ja eh nichts anderes drücken. Kannst Leute nicht gut auseinanderhalten. Ach witzig, dann sehen die Gegner bestimmt alle gleich aus. Oh, aber es gab sehr viel Geld. That means... Ah, ich kann mir hier eine Rüstung holen. Plus ein Perismus. Geili. Okay, einen Run machen wir noch. Boah, ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ach, ich kann ja jetzt Screenshots hier mitmachen. Praktisch. Alle sehen aus wie der Schmied. Achso, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Mist. Aber die Gegner sehen ja nicht gleich aus. Kriege ich denn jetzt hier pro Kill wieder? Immer noch zwei. Das funktioniert ja super. Oh, aber die haut ganz schön rein. Gesehen, das war ganz schön gut. Lecco mio grande. Oh, Boss. Soll ich es wagen? Ich guck einmal noch hier oben. War ganz schön gut, ja, ne? Der Boss sieht gleich aus. Ach, cool. Ritterschienen. Für die Ritterbahn. Oder für die... Achtung, die Ritterschienen sind für die Zugbrücke. Okay. Let's do this. Let's go. Ach, steht das in der Stacheln. Das wusste ich. Fuck, noch ein HP. Nein, 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 nein. Mist, 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 Mist. Das war doof. Hallo Krabbi. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Gelächter war lustiger als alles. Ach komm. War schön, wenn ihr Spaß habt, habe ich auch Spaß. Ja, machen wir noch einen. Wie viel Geld habe ich denn gerade eingesammelt? $530. Oh, dann kann ich mir ja was Neues kaufen. Maybe ein Helm. Wobei, warte mal, da kaufe ich doch lieber was Teures.
Ach, guck an. So, töte Feinde, um Mana zurückzugewinnen. So. Jetzt ist easy. Du brauchst eine Bundeskatze. Hallo Syntropy, einen wunderschönen guten Morgen. Den Witz verstehe ich leider nicht. Time. Shit, falsche Taste gedrückt. Ich wollte nicht dashen, ich wollte ein Messer werfen. Bundeskatzen sind auf der geheimen Ebene zu finden. Aha. Aua! Scheiße. Oh, da ist eine Truhe. Hey, wie kann ich die denn öffnen? Ich hab doch nach oben gedrückt auf dem Ding. Ja, auf jeden Fall gleich. Ich muss ja irgendwie wieder runterkommen. Hä? Ja, das war Rogue Legacy. Ist nicht so ganz meine Art Spiel. Also wahrscheinlich hätte ich mehr Spaß, wenn ich schon ein bisschen weiter bin. Aber ich habe auch keinen Nerv, da mich jetzt reinzufuchsen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es on stream irgendwie anstrengender ist. I don't know. Aber wir haben noch ein anderes Spiel. Gar nicht mal so einfach. Ja, ach, mich nervt aber auch schon wieder, dass es am Anfang halt so super schwer ist. Und dann kauft man sich Upgrades und dadurch wird es leichter. Und dann werde ich als Spieler eigentlich gar nicht besser, sondern meine Figur wird einfach nur stärker. Und es gibt halt auch keine richtige Lernkurve, sondern ich muss halt Glück haben, dass ich die richtigen Items kriege, um halt irgendwie was da zu machen. Also, dass ich jetzt halt dieses Blutschwert zum Beispiel gefunden habe, war gut. Und, aber es ist halt gerade nicht meine Stimmung dafür.